Ready? Oh nein. Nein. Here we come. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Leute, heute steht eine neue Challenge an. Wir spielen heute, ja, wir spielen nicht Verstecken, aber Geld spielt heute Verstecken. Aha. Claudio, der heute hinter der Kamera ist, hat wohl irgendwo hier auf dieser Etage, die ihr wahrscheinlich schon kennt von vom Verstecken-Spielen, 200 Euro versteckt. Ja, und wer sie als erstes findet, bekommt sie auch. Ich hatte ja letztens schon Geld gewonnen, und zwar wer als letztes aufhört, Cornflakes oder Müsli zu essen, richtig. Da habe ich 300 Euro gewonnen und einen Computerbildschirm, so einen Curve. Ja, ja. Mal sehen, vielleicht gewinne ich ja heute wieder. Wer weiß, sind die 200 Euro denn verteilt oder sind 200 Euro irgendwo an einem festen Ort? Festen Ort. Also die kompletten 200 Euro. Mhm. Okay. Falls einer kriegt alles. Ja. So mal so ein Fünfer oder so? Anscheinend nicht. Okay. Auf der ganzen Etage hast du gesagt, ne? Das kann sein. Also auch hier. Also bevor wir da waren, hat er das gemacht. 3, 2, 1, let's go. So. Ich weiß, bestimmt hier irgendwo auf dem Bett. Bestimmt irgendwo hier auf dem Bett. Ich brauche neue Schuhe, ne? Von den 200 Euro hole ich mir ein großes Eis in der Eisdiele. Oder hast du das hier beim Joker irgendwie versteckt? Hm? Was meinst du, Claudio? Guck mal, was meint ihr, Leute? Ist es hier irgendwo drin? Ich weiß es nicht. Also hier ist vielleicht unter... Warte. Weißt du, in der Luxusvilla? Da habe ich gerade schon geguckt. Nein, nein. Warte, ich weiß bestimmt wo. Im Tresor. Warte, bestimmt hier. Nein. Nee. Okay. Was ist denn mit dem Schrank hier? Gut, da sind unsere ganzen Spiele. Meinst du, hier ist auch irgendwas von... Ich glaube, meinst du hier? Da! Unsere Schuhe! Ich glaube, hier ist es nicht. Ich gehe woanders hin. Ich komm mit. Ich glaube, hier ist es auch nicht. Ey, bleib stehen. Komm mir vor wie so ein Einbrecher, der hier alles auf den Kopf stellt. Guck mal, das Rieseneinhorn. Hast du es vielleicht hier unter dem Rieseneinhorn versteckt? Gib mal einen Tipp. Komm schon. Hast du es gefunden, ne? Nein. Warum hast du so gemacht? Gib mal einen Tipp, er wollte mir keinen geben. Ja. Wo ist das? Ich komme mir ein bisschen komisch vor, hier Evas und Kadis Sachen irgendwie zu durchschieben. Ja, mir egal, es geht um 200 Euro. Ist mir egal. Oh, Claudio! Ich schau mal bei Claudio im Raum. Nee, finden wir es ja. Guck mal, was ist eigentlich hier los mit dir? Wie wär's mal mit Ordnung, junger Mann? Wie soll man denn hier jetzt bitte was finden? Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist. Ach ja, ganz kurz für euch zur Info: Claudio ist mächtiger Peru-Fan. Peru! Ja? Daher auch der Name Claudio. Ob er aus Peru kommt, wer weiß. So, weiter so. Komm, wir gehen in den nächsten Raum. So. Ist abgeschlossen, okay. Nee, ist da das Geld drin? Vielleicht. Vielleicht, sagt er. Ich glaube nicht, dass er abgeschlossen hat. Nein, ich will den Schlüssel. Schau lieber nach, Nina. Doch, hier ist das Geld. Schau lieber auch hier mit nach, Nina. Meinst du? Oh, hier ist es richtig heiß. Hier halte ich keine Minute länger aus als nötig. Claudio? Ich glaube, er hat uns veräppelt. Nein, warum sollte er das? Du musst mal heiß-kalt machen. Kalt. Guck mal, hier, ich habe 200 Euro gefunden. 200 Euro in Pfand. Das ist mein Freund. Ich guck doch mal einen anderen Raum. Oh, vielleicht hier, warte. Vielleicht in diesem riesigen Auto? Hier, Claudio? Kalt. Kalt, sagst du? Kalt. Boah, wo sollen wir denn hier durch dieses Chaos finden? In unserem, einfach furchtbar in unserem alten Studio. Claudio, wär's mal, wenn du uns jetzt mal einen Tipp gibst. Hier auf den nächsten Raum. Und ich weiß, dass der Raum super kühl ist hier. Warm. Hä? Warm. Bei mir? Was machst du? Where's the money? Claudio, kannst du das Geld? Warum liegen denn die Sachen da so auffällig rum? Hier ist noch was. Nein! Ja! Ganz kurz, was er hier angerichtet hat.
200 Euro! Toll! Na gut, letztes Mal habe ich 300 gewonnen und ein Bildschirm. Weißt du was? Ich bin sogar bereit, dir 50 Euro abzugeben. Wenn? Wenn du die findest jetzt. Das heißt, ihr bleibt kurz hier. Ich verstecke nochmal 50 Euro für dich. Das kann dauern. Guck mal, ich gebe sogar was von meinem Geld ab. Es ist schon nett von ihm, ne? Aber er muss natürlich auch wieder direkt eine Challenge rausmachen. Er hätte mir ja auch einfach das Geld geben können. Aber nein, das ist zu einfach. Gut, dann warten wir einfach noch ein bisschen. Ja, ich habe die 50 Euro jetzt nochmal versteckt. Ich bin ja nicht so einer. Ich gebe auch Trinkgeld an Leute, die arbeiten. Ne? Trinkgeld? Ne? 50 Euro Trinkgeld? Ich glaube, über 50 Euro Trinkgeld würde sich keiner beschweren. Viel zu viel, hallo? So, bitte, dann such mal. Also hier im Raum ist es ja definitiv nicht. Nee, da waren wir ja. Es ist so heiß. Ich bin erstmal noch ruhig. Vielleicht sage ich dir schon warm oder kalt. Ja, das bringt bei dir sowieso nichts mehr. Wo hat er es hingetan? I. Oder ist ein Ventilator an? Ich glaube, hier ist es nicht. Ein Ventilator bringt auch nicht relativ viel, wenn nur heiße Luft im Raum ist. Dann zirkuliert nur die heiße Luft im Raum. Hier, guck mal, ich mach dir sogar kurz mal die Mini-Klimaanlage an. Hier, sogar mit Licht. Auch wenn es ein bisschen lauter ist. Ah, wir haben ja auch. Was ist das so, Mann? Ich dachte, du willst einen Fächer jetzt. Mann, wo ist das Geld? Wie kalt, hier? Kalt, kalt. Dieser Raum ist kalt, sag ich dir. Der ganze Raum ist kalt. Der ganze Raum ist kalt. Und hör auf, mein Pfand zu klauen. Ich hab's nicht geklaut. Ja, ja. Jeder will hier mein Pfand klauen. Ich kriege immer so viel Post. Also es ist auf jeden Fall in einer dieser beiden Räume. Okay. Wo ist das Geld? Ich glaube, ich kaufe mir damit einen neuen Lamborghini, oder? Meinst du, 150 Euro reichen für einen Lamborghini? Nein. Vielleicht für eine halbe Tankfüllung. Ich würde sagen, immer die erste Leasingrate. Ja, das absolut nicht. Muss mal... Kalt. 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 Hier also nicht. Guck mal, das Einhorn, das ist ja interessant, ne? Ist nicht veräppeln? Das ist ja echt interessant, das Einhorn. Oder, Leute? Ist irgendwas dran? Hast du es hier dran geklebt? Ich wette, da ist es gar nicht. Ich such's jetzt ab und hier ist es gar nicht. Wo ist es? Ja, vielleicht hat ja Claudio doch das dein Geld geklaut, wer weiß. Oh! Ist doch bei ihm im Raum. Gib mir jetzt das Geld. Das komm, komm. Richtig, richtig hier so. Gib mir das Geld! Gib mir das Geld! Das steht mir rechtmäßig zu. Hast du das hier voll nicht in dem Auto von Paw Patrol versteckt? Wer sucht, der findet. Ah! Zeig mal, wo war's? Der Bär war damit so. Der hat das hier so. Der Bär von Mascha. Der hat sich's im Schlaf. Der war im Schlafen, ne? Der hat Geld verdient im Schlaf. Ja, so einfach geht das. Das ist so dieses typische YouTuber-Ding. Yay! Geld im Schlaf verdient! So. Und jetzt noch einmal kurz in die Wolke. Ich habe 50 Euro. Und das nur, weil ich so spendabel bin heute. Ja, du kannst mir ruhig mehr abgeben. Nein, ich hab die 200 Euro rechtmäßig gefunden. Eigentlich stehen mir die 200 Euro zu. Wollen wir nicht lieber zu. Halbe halben machen? Nein, definitiv nicht. Wo sind denn was von den 300 Euro geblieben? Und vom Curved Monitor? Ja, Curved Monitor? Habe ich verjubelt. Ja, siehst du? Euro, hallo? Also, an so einem Wochenende sind die mal schnell da ausgegeben. Da könnt ihr mal sehen, wie nett ich eigentlich bin. Ha? Ich bin gar nicht der Fiese hier. Das ist die Fiese. Die hier nach Geld aus ist. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, hier bei der Geldsuche heute, gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, nach was wir noch hier suchen sollen. Wir können ja auch Gegenstände hier, ne, oder uns auch als Gegenstände verkleiden. Hm. Ne? Ob das so viel Sinn macht. Niveau suchen, unserer Ehre, was auch immer. Naja gut, die wird Nina natürlich nie finden. Ne? Die ist schon längst verloren. Der Humor ist vielleicht auch abhanden. Schaut euch vielleicht das erste Video auf diesem Channel an, dann wisst ihr, was ich damit meine. Guckt euch mal bitte das Ken-Video an auf diesem Channel. Ja, ist nicht schlimm. Dann wisst ihr, was ich meine. Ist nicht schlimm. Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren. Und ihr könnt jetzt weitere Videos abchecken. Oder auch Instagram, spielen wir Kinderspielzeug. Kahn-XY. Und Nina-Na klar. Claudio, vielen Dank für das Geld. Gehört jetzt uns. Ciao. Tschüss.